Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Ich habe heute erstmal ein bisschen was zu erzählen, weil ACA, also der Mod hier, der wurde geupdatet und da sind so ein paar neue Sachen drin. Ich mache jetzt schon Patch Notes Videos für ARK Comes Alive, soweit es schon, egal, nicht so ganz. Ich will nur einmal erklären, was so neu ist und was sich geändert hat. Einmal diese Cloning-Maschine, davon haben wir jetzt einfach 10 Stück, die bekommt man nur von Savages, also von diesen heftigen Endbossen, wo wir gegen gekämpft haben am Ende letzter Folge. Dann kosten die Entwicklung zu Primes, kostet jetzt 30 Alpha-Herzen, was vorher, glaube ich, 4 war oder so, also das ist ziemlich, ziemlich teurer geworden. Was noch gepatcht wurde, ist, dass endlich Alpha Mantis Werkzeuge tragen kann. Also du bist doch gar nicht so nutzlos. Du bist nicht mehr nutzlos. Ja, freu dich. Das Doofe ist, ich habe dir jetzt schon so ein bisschen Leben und sowas geskillt, weil ich dachte, dann mache ich die so ein bisschen zu einem Battle Mantis. Das ist jetzt ein bisschen in die Hose gegangen. Aber ich habe, also Hauke und ich haben noch einige Savages gekillt. Und deshalb haben wir richtig viele XP-Potions, Max-XP-Potions, 24 Stück habe ich. Und ich werde das nochmal aufnehmen, wie wir die killen. Dazu muss ich nur Hauke ranbekommen, weil alleine traue ich mich da nicht dran. Die sind echt ziemlich, ziemlich stark. Die anderen waren noch stärker als der erste. Max-XP-Potion. Hallo? Darf ich bitte? Jetzt. So. Ich würde auf jeden Fall Gewicht noch ordentlich pumpen, damit der auch was abbauen kann und Rest Damage. Noch mehr Gewicht. Noch mehr Damage. Okay. Jetzt ist er komplett ausgelevelt. 990. Den müssen wir gleich mal mitnehmen, weil ich könnte jetzt einen Teleporter aufstellen, weil ich das in den Server-Einstellungen umgestellt habe. So. Was noch? Es gibt neue Bosse. Die muss ich aber erst lernen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Das muss hier irgendwo sein. Da. Omega Ankylo Matrix, Omega Biber, Doidicus, Frog, Penguin. What the fuck? Okay, und ein Mini-Vault. Okay, das ist auch neu. Da stand Fabricator. Craft man wie echte Fabricator? Metall, Lager, Tresor. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ist der vielleicht hier drin? Anscheinend nicht. Ach, hier auch nicht, oder? Was kosten denn diese neuen Bosse da? Omega. Was? 1000 Poly mehr? 1000 Cementing Paste. 1000 Stein. 1000 Holz. 1000 Metall. 1000 Metall ist halt kein Ding. Das habe ich, glaube ich, locker, oder? Ja, habe ich. Wir machen einfach mal so ein Ding, weil eigentlich wollte ich heute in der Folge was anderes machen. Aber man kann sich das ja mal angucken. Kann man die wohl tame vielleicht sogar? Werden wir ausprobieren. Was ich nämlich eigentlich machen wollte, ist, ich möchte gerne einen Manticore haben. Ich möchte richtig gerne einen Manticore haben. Und dazu brauche ich einen guten Alpha Giga. Und Alphas, die spawnen seit diesem Patch immer ab Level 300 und höchstens Level 600, so habe ich das zumindest verstanden. Von daher ist Level 600 Max Level und ich hoffe, wir finden irgendwas im Bereich 500. 600 wäre natürlich krass. Dann würde ich sagen, suche ich jetzt erstmal Giga und dann komme ich wieder. Eine halbe Ewigkeit am Rumfliegen und habe noch nicht ein Alpha Giga gesehen. Ich glaube, die haben echt die Spawns ein bisschen runtergedreht. Ich habe 20, 30 Prime Gigas gesehen und noch nicht ein Alpha Giga, das ist echt komisch, aber ich habe einen Alpha Raptor gefunden und das ist der erste, den ich jemals gesehen habe, von daher werde ich den jetzt... Nein, nicht du, geh weg! Nein! Okay, dann halt so. Werde ich die jetzt einmal betäuben und die DNA klauen, weil ich die brauche für den Kompi und ich brauche die für meinen Mantis. Hallo? Gute Nacht! Geh weg! Ich treffe dich. Ja, was sagst du jetzt, hä? So. Und dann klaue ich ja immer die DNA. Und dann kille ich den Brudi. Weil... Ich weiß noch nicht genau, ob ich die in meinen Kombi stecke oder in meinen Mantis. Ich würde das eigentlich in meinen Mantis stecken, aber... Ich weiß nicht, ob der dann immer noch Items tragen kann, weil da steht...
Alphas wurden geändert, dass die Items tragen können, also solche Spitzhacken und sowas, und dafür soll er ja eigentlich sein. Guck mal, das sieht aus wie ein Alpha Giga, ist aber ein Prime Giga. Irgendwie sehen die alle aus wie Alphas, das ist mega komisch. Da ist auch wieder ein Giga. Prime Giga. Das ist echt. Und da habe ich schon einen gekillt anscheinend, weil ich fliege schon die ganze Zeit rum und kill die Prime Gigas in der Hoffnung, dass Alpha Gigas nachspawnen. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich weiß sonst nicht, wo ich gucken soll. Ich gucke halt die ganze Zeit das Schneegebiet, da fallen die eigentlich ganz gut auf, wenn die hier rumrennen. Aber irgendwie Alphas habe ich nicht so Glück mit. Das müssen wir in Alpha Rex. Wie Level bist du? 672. Weil so ein Prime Rex wäre auch. Das ist auch wieder ein Prime Giga. Das ist halt mega kacke. Warum so viele Primes? Naja, Leute, ich guck weiter. Ich gebe nicht auf. Ich habe da mal was gefunden. Ein Alpha Giga Level. Nein, greift ihn nicht an. Okay, er greift ihn nicht an. Level 756. Und ich dachte, die spawnen noch bis 600. Aber anscheinend ist das nicht so. Aber ich muss jetzt die Brudis hier killen. Was bist du denn hier? Okay, anscheinend nicht so viel. Oh Gott, was willst du? Komm her! Komm ran! Oh, du bist so schnell! Oh, ich bleib einfach stehen und lass dich auf dich zukommen. Komm ran! Dankeschön! So. Und den Giga, den würde ich sagen, den staube ich mir. Das ist nämlich ein mega gutes Level. Ich habe auch gerade noch einen Alpha Wyvern gesehen. Level. Da ist noch so ein Zombie Wyvern. Keine Ahnung, was hier los ist. Hier spawnt irgendwie ganz viele komische Sachen. Irgendwas wird da anscheinend geändert. Was tust du? Bleib sitzen. Dankeschön. Oh, Alter, jetzt nicht kurz Panik. Gute Nacht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, nein! Passiv! Oh Gott, ich werde jetzt so ver... Ah, nein! Geh schlafen! Geh schlafen! Geh schlafen, bitte! Wo ist... Warum bist du da oben? Ich hasse dich! Wo willst du hin? Bleib hier, bitte! Bitte! Ich liebe dich! Oh, warum kann ich... Und ich bin fast tot. Warum habe ich diesen Pathfinder nicht mehr dabei? Und was ist das für ein Vieh? Greif ihn an! Oh, lieber Gott. Nacht. Was ist hier los? Ich wollte nur Giga zähmen. Oh mein Gott, ich bin so gut im Spiel. So, du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Alles stirbt hier. Okay, das war ja richtig easy. Was fightet da? Ich weiß nicht, ob ich das auch noch alles killen muss. Wahrscheinlich nicht. Kannst du dich hier hinsetzen? Ja, kannst du. Ich habe im Patch gelesen, dass die Alpha Topor erhöht haben, aber das scheint ja viel, viel mehr zu sein. Hau dich hin, bitte. Nein, nicht wegrennen! Ja, komm zu mir, komm zu mir. Oh. Endlich. Oh mein Gott. Ist hier. Ah, sieht ganz gut aus. Das habe ich jetzt. Oh, ich dachte schon, jetzt habe ich die Kibbel nicht dabei. Oh Gott, Leute, ey. Das war ja mega einfach. Die Frage ist, kann ich den anheben? Wahrscheinlich nicht. Ich kann? Easy! Ich trage einen Giga! Nice!
Oh, was brauche ich überhaupt zu entwickeln? Das kann ich gleich mal gucken. Ich nehme den jetzt mal mit zum Teleporter auf dem Vulkan. Wie dumm das aussieht. Also, einmal da hinstellen. Mr. Gigasir. So, was braucht ihr denn? Für Hyperion. Alpha Herzen. Alpha Rex DNA. Alpha Wyvern DNA. Ich glaube, ich habe noch eine Alpha Wyvern DNA. Ich bin mir gar nicht sicher. Könnt ihr das an? Das sieht auch so cool aus. Und zack, sind wir in der Base und alles sieht komisch aus. So. Ohne Texturen und so. Und es ist neblig. Verdammt, ich habe diese Anti-Nebel-Maschine noch nicht aufgestellt. Und der Giga folgt noch. Bleib stehen. Das wollte ich eigentlich machen. Ich habe noch diesen Mod installiert für Nebel wegmachen Dings. Ich glaube, dazu brauche ich nur Holz, wenn ich mich nicht irre. Habe ich irgendwo überhaupt Holz? Habe ich irgendwo Holz? Herbert, hast du noch Holz? Ja, Herbert, der lässt mich nicht im Stich. Und dann muss ich das auch lernen, wahrscheinlich. Fuck. Also, zum Glück craftet das nicht 10 Jahre. Das ist ja richtig gut. Vor allem können wir jetzt auch richtig schnell laufen. Das ist klasse. Danke. Ja, auf jeden Fall möchte ich den ganz gerne zu diesem Hyperion entwickeln. Ich weiß, dass ich keine Alpha-Rex-DNA habe, also da muss ich gleich nochmal los. Aber da haben wir gerade schon eingesichtet. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich Wyvern-DNA habe oder ne Giga-DNA war das. Okay, dann müssen wir auch noch einen Alpha-Wyvern umlegen. Eigentlich wollte ich, habe halt diesen Alpha-Wyvern gesehen, den High-Level. Den wollte ich eigentlich Hauke lassen, wenn der online kommt, weil der hat halt noch keinen oder nichts richtig Gutes zum Fliegen. Das wäre halt für ihn echt klasse gewesen. Aber dann werde ich den wohl erstmal tamen, damit schon ein neuer spawnen. So, einmal das Ding aufstellen. Und da ist hoffentlich. Auf einmal ist der Nebel weg. So. Zack. Guck dir das an, freie Sicht. Da würde ich sagen, da sehen wir uns gleich wieder. Aber da bin ich wieder und Alpha Wyvern ist gesichtet. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das machen soll, weil ich will eigentlich nicht, dass es so in die Hose geht wie beim letzten. Und außerdem. Oh! Ich habe genau den auf Aggro gezogen! Wie gut, ey. Weil ich wollte nämlich nicht den Giftdrachen noch hinter mir her haben. Kommen Sie mit, junge Dame! So, einmal hier alles wegballern. So, du. Und du musst leider auch gehen. So. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt genau? Hat da jemand einen Tipp? Wie habe ich das letztes Mal gemacht? Ah ja. Oh, ich hätte fast gebissen. Ich denke, ich warte sein Feuerspein ab und dann gehe ich schnell runter. Jetzt. Nein, passiv! Wo kommt jetzt der scheiß Agatabus her? Leg dich hin. Sei still. Mein Drache, der kann das ab, glaube ich. Oh. Was ist denn hier los heute? Ihr wollt mich alle ärgern, ey. So. Kinderjoy, alles gut bei dir? Junge, die. Mann, oh Mann, was eine Action heute. Heute ist echt Action. So. Zum Glück hat er nur einen Schuss gebraucht. Wäre es jetzt wie beim Giga gewesen, wäre, glaube ich, echt in die Hose gegangen. So, du wirst erstmal gekillt. Ey, du wolltest mich quälen? Du wolltest mich quälen, hä? So. Und jetzt brauche ich noch Alpha Rex. Und den mache ich, glaube ich, ohne euch, weil das wird nicht so spannend. Den werde ich einfach irgendwo auf dem Vulkan absetzen und einen Schuss geben. Und dann treffen wir uns in der Base wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder und das ist jetzt einige Zeit später und ich bin am Verdursten, weil ich noch Speed- und Power-Kristalle suchen musste. Das ist mir nämlich vorher gar nicht aufgefallen. Alpha Wyvern ist hier. Ich brauche nämlich für das Rezept 40 Power-Kristalle, glaube ich. 40 Power-Kristalle und 20 Speed-Kristalle und die hatte ich beide nicht mehr. Weil
wir letztes Mal diese ganzen Bosse beschworen haben und da gingen ganz schön viele Kristalle bei drauf und mir ist gar nicht aufgefallen, wie lange es eigentlich dauert, die zu sammeln, wenn man da wirklich nachsucht. So, aber jetzt habe ich alles zusammen. Da, Alpha-Herzen, Speed-Kristalle. Zack, jetzt sollte ich eigentlich alles haben. Und ich kann gleich noch ein Omega-Würfel-Dingsbums machen, weil ich habe die Semantic Paste habe ich auch zusammen. So, es ist soweit, Leute. Ich freue mich gerade so. Vor allem wird das halt richtig gut und der ist halt auch über 1000, ey. 1133. Das können wir uns werden. Herbert, geh mal ein bisschen aus dem Weg. Du stehst im Patt. So. Herbert ist schnell, ne? Ist euch das aufgefallen? Ja, ich fast nur Movement Speed geskillt. Dem Brudi. Willst du dich mal entwickeln, bitte? Ich weiß nicht, warum das so lange craften muss. Das finde ich ein bisschen nicht so cool. Oh Gott, bloß schnell wieder rausnehmen. Weil sonst darf ich die Kristalle wieder suchen. So, einmal hier wieder einen süßen Screenshot machen. Obwohl, vielleicht soll ich mal die Waffe aus dem Bild nehmen. Und das Fernglas. So, Giga. Ich freue mich gerade so. Ich bin richtig aufgeregt. Los. Hyperion, the Scorched Earth Lord. Alter, wo fliegst du denn hin? Okay, du setzt dich einfach zu dem Wyvern. Mach das mal, mein Junge. Wie sind seine Stats? So, jetzt spannend. Der hat 4 Millionen Leben von Anfang an. Sehe ich das richtig? Als ob der einfach 4 Millionen Leben schon hat. Oh, der rennt ziemlich schnell. Der rennt ziemlich schnell. Und man kommt da ziemlich schlecht runter. Okay, dankeschön. So, ich habe ja noch meine Max XP Potions. Wo sind sie denn? Hier. So. Ach, du stehst echt im Weg. So. Einmal rein. Zack. Benutzen. Und dann wollen wir mal gucken. Oh, ist das geil. Das sieht richtig cool aus. Also, das ist so. Wie viel kriegt der pro Leben dazu? 300.000 etwa? Ja, etwa. Dann machen wir mal 10 Millionen Leben. Jetzt Damage. Wie viel macht er jetzt? Oh Gott, was habe ich da alles getötet? 166.000, aber wieso da hinten? Was hat der denn für eine Hitbox? Was? Ich stelle mich jetzt hier hin und greife an. Okay. Ich treffe einfach das Strike, was da hinten ganz steht, was geht? Das habe ich auch gerade so viel gekillt. Aber ich habe mitbekommen, dass der angeblich mal ein bisschen verbuggt war und der nicht mehr vernünftig angreifen konnte. Aber das hier ist eindeutig ein bisschen zu weit, meine lieben Freunde. ich würde fast sagen, mehr Damage. Oh, der hat noch richtig viele Level. Obwohl, jetzt geht's. 10.000 Damage. Rest Leben? Wo braucht er noch Movement Speed? Epic Titano. Kann da eigentlich irgendwas anheben oder so? Habe ich was? Nö. C. Was war das? C. Alter, der killt halt Sachen, die neben mir sind teilweise. Der macht jetzt 400.000 Damage, das ist echt nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe noch. Gehe ich noch für Damage? Gehe ich noch. Komm,
haben. Restenleben. 13 Millionen Leben. So, einmal den da rein. Ich töte halt Sachen, die sonst wo sind. Das ist richtig laggy. Guck euch das an, wo die Zahlen überall sind. Der hat, glaube ich, komplett drumherum irgendwie. Das ist... Ich glaube, das ist ein bisschen buggy. Das wird wahrscheinlich noch gefixt. Obwohl es halt auch irgendwie mega lustig ist. Ich würde sagen, ich fliege mal schnell zu unserer kleinen Arena da hinten. Und spawn diesen Omega-Ankylo-Dingsbums. Und guck, was da so rauskommt. Bis gleich. Bin ich wieder und jetzt spawne ich hier mal diesen Omega-Ankylo-Matrix. Okay, das ist schon mal dasselbe wie sonst auch. Ich glaube, ich stelle mich erstmal hier oben drauf und versuche den abzuschießen. Wenn du mich runterlässt. Dankeschön. Hallo. Alter. Der sieht ganz schön böse aus. Und ich habe vorbeigeschossen. Habe ich echt vorbeigeschossen? Ja, anscheinend. Der kommt hier nicht hoch, oder? Gleich hat er irgendeinen miesen AOE-Angriff oder so. Ach, ich sehe ihn nicht, ich habe echt ein bisschen Angst. Du bleibst mal passiv. Ha. Ist er down oder? Ah, es sieht nicht so aus, als wären die tamer, sonst wäre er wahrscheinlich schon umgekippt. Oder die haben halt richtig hohe Topo, was ich jetzt nicht ausschließen will, aber... Okay. Ich weiß nicht, ob ich das tun will mit dir, aber wir versuchen es, komm. Rennt er weg? Oh, der versucht zu drehen, oder? Ah, der macht nicht so viel Damage, das geht. Der hat halt unten drunter noch so diese normalen normalen Ankylo-Dings. Das sieht mega cool aus. Die Frage ist, wie lange muss ich überhaupt hier rumklappen? Also sieht schon blutig aus, glaube ich, oder? Ich habe doch gerade irgendwie Blut gesehen. Ja. Er wird ein bisschen blutig. Das sieht man sogar unten drunter. Das ist cool. Stirb. Ah, der hält einiges aus. Willst du hin? Renn ich von mir weg. Der macht halt 400.000 Damage und der hält so viel aus. Ich hätte wahrscheinlich echt mal Wyvern mitnehmen sollen, weil ich halt doppelt so viel Damage gemacht, aber... Er macht halt so gut wie gar keinen Damage. Ich habe nicht mal ein Seil hier drauf, ne? Also. Die Frage ist, was kriegen wir davon? Was haben wir davon? Ich hoffe, ich habe meine 1000 Metall nicht umsonst ausgegeben. Ah, er ist schon ordentlich blutig. Eigentlich sollte er aber down sein, hoffe ich mal. Los, stirb, Ankylo, stirb! Aber wie viel Leben hat das Ding denn? Das muss ja übel viel sein.
Ich wünschte, man hätte das irgendwie tamen können. Dann hätte man das zum Metallabbauen benutzen können. Das wäre halt mega cool gewesen. Renn jetzt nicht vor mir weg, du kommst sowieso nicht weg. 4 Harvest-Kristalle. Ich hoffe für dich, dass das nicht alles ist. Lass mich runter. Lass mich runter. Danke. Das ist alles? Dafür habe ich 1000 Metall bezahlt? Dafür habe ich 1000 Metall bezahlt? Ich glaube, vielleicht hätte man den doch tamen können oder so. Weil das macht ja gar keinen Sinn. Warum sollte man sich für so ein Vieh prügeln, um dann so einen Scheiß zu bekommen und so viel zu bezahlen dafür? Irgendwas muss dahinter stecken. Irgendwas, was ich nicht ganz verstanden habe wahrscheinlich. Medium XP Potion. Danke für gar nichts. Naja, aber ich glaube, das war's für diese Folge. Ich glaube, die war sowieso schon ziemlich lang. Ich habe gerade echt kein Zeitgefühl. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr positive Werte, dann würde ich sehr aushelfen. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Ich wedel mit meiner Flinte.